Bürgerrecht ist Bürgerpflicht. Das hat meine Mutter immer so oft zu mir gesagt. Und obwohl ich aus einer sehr politischen Familie komme, muss ich echt sagen, Europawahlen checke ich irgendwie manchmal nicht so ganz. Und ja, viele fragen sich deswegen, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Andere wiederum wollen sich beteiligen, aber sehen abgesehen von einem Kreuz jetzt da auch nicht wirklich die Möglichkeit. Und ja, was macht man da? Mehr Teilhabe, mehr Demokratie. Dafür setzt sich Jan Feil ein, und zwar für eine echte Teilhabedemokratie. Als letzter Redner begrüße ich ihn heute. Er ist seit langem Musiker, Familienvater, politischer Aktivist und kritisiert die Geldschöpfung aus dem Nichts. Und viele von Ihnen kennen ihn vielleicht aus der Band Iron Javelin. Herzlich willkommen, Jan Feil von Mehr Demokratie. Hallo Frankfurt, letzte Rede und dann gibt's noch mal lecker Musik. Wir alle wollen ein freiheitliches, friedliches, soziales und auf Kooperation der Völker setzendes Europa und hoffen in dieser Hinsicht auch auf die Institutionen der EU. Allerdings ist festzustellen, dass der Neoliberalismus nahezu ungebremst die Wirtschaftspolitik der Europäischen Union dominiert. Deutlichster Beweis: die Freihandelsabkommen TTIP und CETA, die den sogenannten Investorenschutz über alles stellen und damit im Kern völlig undemokratisch sind, während vom EU-Apparat schlicht durchgewunken worden, hätte sich hier nicht ein breiter gesellschaftlicher Widerstand formiert, an dem sich maßgeblich auch der Verein Mehr Demokratie beteiligt hatte und dies immer noch tut. Aus dem Charakter dieser Verträge und dem Kampf darum sind meines Erachtens drei wichtige Erkenntnisse für den gesamten EU-Raum abzuleiten. Erstens, zivilgesellschaftliches Engagement, und zwar über das bloße Wählen hinaus, lohnt sich. Denn die Freihandelsverträge sind dadurch erst in den Fokus gerückt, und zwar der Öffentlichkeit und nicht nur diese. Es muss nur breit genug aufgestellt, auf möglichst konkrete Themen bezogen und am besten über die häufigen Berührungsängste verschiedenster gesellschaftlicher und politischer Gruppierungen hinweg entfaltet werden, dieses Engagement. Diese Bereitschaft des gegenseitigen Aufeinanderzugehens kann entscheidend sein, wenn es künftig darum geht, gefährliche politische Fehlentwicklungen, sei es national oder gerade auch international, noch aufzuhalten. Ein Kleinreden zugleich klar bestehender Unterschiede meine ich hiermit ausdrücklich nicht. Das Verbindende sollte aber nicht dermaßen vom Trennenden dominiert werden, wie dies gegenwärtig in unserem Land, ja auf der ganzen Welt, leider der Fall ist. Und dafür tragen wir alle die Mitverantwortung, nämlich durch unsere oft liebevoll gepflegten Feindbilder. Zweitens, der Neoliberalismus, der seit Jahrzehnten unverändert die angeblich autarken, jedoch immer ungleicher werdenden Kräfte des freien Marktes, man könnte das auch übersetzen mit des Rechtes Stärkeren letztlich, beschwört und Deregulierung für die Lösung der meisten Probleme hält, ist entschlossen, sein Ziel der faktischen Außerkraftsetzung jeweils nationaler Gesetzgebungssouveränität weiter voranzutreiben, und zwar nach den Erfahrungen des Widerstands gegen TTIP und CETA, nun mit Hilfe sogenannter EU-Only-Verträge. Sprich, die Regelwerke müssen zumindest in wesentlichen Teilen nicht mehr umständlich auch von den einzelnen Parlamenten, sondern von nur mehr drei EU-Institutionen beschlossen werden. Ist dieses neuerliche Konzept geeignet, wieder mehr Vertrauen in ein sozialeres, freiheitlicheres und damit friedlicheres Europa herzustellen? Ihr habt richtig bemerkt, diese Frage war rhetorisch. Drittens, die mögliche stille vertragliche Fixierung völkerrechtlich relevanter, quasi juristischer Regelwerke mit bis zu 30 Jahren Mindestlaufzeit ohne Ausstiegsmöglichkeit wird, wenn man die Hauptlinien der bisherigen EU-Wirtschaftspolitik weiterdenkt, zu einer sukzessiven Zurückdrängung von demokratischen Errungenschaften wie Arbeitnehmerrechten, Umwelt- und Verbraucherschutzstandards führen. Von Errungenschaften also, die jeweils landesspezifische Legislativen in jahrzehntelangem Zusammenspiel mit den jeweils nationalen politischen und sozialen Kräften hervorgebracht haben. Die politische Forderung nach wieder stärkerer Selbstbestimmung der einzelnen EU-Länder
gerade in Fragen der Ausgestaltung jener freien Märkte, ist sicher nicht der Weisheit letzter Schluss. Sie ist aber eine diskutable Reaktion auf angesichts allgemein beständig größer werdender Bevölkerungsanteile in der EU, die unter prekären Bedingungen zu leben gezwungen sind. Es ist also mitnichten so, dass jeder EU-Skeptiker automatisch auch ein Europagegner oder gar Feind bzw. rechtsextrem ist. Fazit: Die EU muss dringend demokratischer werden. Nicht allein durch die Stärkung subsidiärer Verantwortungsstrukturen, sondern auch durch mehr Mitbestimmung ihrer Bevölkerungen an den politischen Entscheidungsprozessen, wofür mein Verein Mehr Demokratie seit nunmehr 30 Jahren eintritt. Eine EU, die einem immer ungenierter global agierenden Neoliberalismus, den man auch als das wirtschaftsideologische Schmieröl eines außer Kontrolle geratenen Spätkapitalismus bezeichnen könnte, nicht endlich klar Paroli bietet, muss von Grund auf reformiert werden oder droht, wenigstens als demokratische Vision, zu scheitern. Daher fordern wir mehr Demokratie von oben, aber gerade auch von unten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ciao. Vielen, vielen Dank. Das war ein geballtes Programm.